Welcome back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2020 im MyT-Modus. Leute, heute Qualifying in Frankreich. Es wird ein Hit. Oh, der Wechsel hat doch nochmal aufgehört. Holy shit, ich wollte schon das Spiel neu starten. Achso, ja, genau, hier ist kein Kommentar. Leute, hier sehen Sie eine bunte Tüte, die gepresst aussieht wie eine Strecke. Ja, und auch hier sind Streifen. Nun, was gibt's, Karl? Ja, alles gut, Otto. Gut. Tschüss. Nun. Was sagt das Wetter? Für ein bisschen Sonne, bitte vorspulen. Na, spulen wir mal ein bisschen vor. Wie gesagt, ne, ich bin ein schön Wetterfahrer. Brauche gutes Wetter, um zu performen. Nun. Gehen die Wolken jetzt so alle weg? Ich möchte auch mal raus. Come on, come on, come on. Okay, gut, ich fahre jetzt aus. Setup ist, nein, das nicht. Schöne Mitte. Eine schöne Mitte. By the way, ich habe wieder ein bisschen was an den Komponenten umgestellt. Wir haben jetzt neue Steuerelektronik-Dingensbummens und neuen Turbolader-Dingensbummens und Verbrennungsmotor-Dingensbummens. Leute, das kann nur gut werden. So, raus hier. Motor. Motor. Motor start. Habe ich schon mal erwähnt, dass dieser Anlasser-Sound einfach gut ist? Nun, dann weg. So, übrigens jetzt mit dem neuen Upgrade-Teil namens irgendwas am Motorblock. Sprich, wir haben jetzt ein bisschen mehr Power. Das ist, sag ich mal, in Frankreich nicht ganz so schlimm. Also nicht ganz so schlecht. Ist schon gut. Rüber auf die Curbs, die keine Curbs sind. Das ist einfach nur aufgemalt. Oh, ich wollte gerade den Leuten schalten. Eieiei. So, zwei Reifen-Upgrades haben wir ja drin, für weniger Reifenverschleiß. Dennoch, Obacht. Ach mal, wir haben schon 1%. Ich glaube, wir werden jetzt auf der linken Seite sogar mit 2% auskommen. So, da ich jetzt eh nicht mehr Vollgas gebe, können wir schon mal Hotline-Modus jetzt schon einschalten. Sonst alles optimal. So, jetzt der letzte Sektor, ne? Das ist einfach mal mein Horrorsektor. Hier links die schlimme Kurve, rechts hier, die geht klar, weil da muss man nichts können. Und die ist hier nochmal super schlimm. Und die letzte nochmal. Nun gut, auf geht's. So lasset es knacken. Wie mein Mittelalter gesagt hat. Ah, war gut. Und noch mal, ja, ist alles an, sehr gut. Irgendein McLaren fährt noch auf der Strecke. Ganz allein, genau wie wir. Diese schlimme Kurve. Jetzt kommen wir noch zu der viel schlimmeren.
Ja, was sind wir? P5. Aber auch ganz illegal im Bereich der also nahezu illegal unterwegs hier mit der Streckenbegrenzung. Heieiei. Obwohl, wie gesagt, die Reifen werden wir nicht mehr brauchen, ne? Wir können ruhig ein bisschen angasen, aber Benzin ist halt so das Ding. Das hat keine Lust mehr auf eine weitere Runde. Und wir sind auf dieser besprochenen weiteren Runde. Okay, es gibt einen Short Track. Eine einmal zu fahrende Spritsparroute. Die ist einfach. Die geht exakt so. Zack. Benzin gespart und Reifen gespart. Ökonomisch ans Ziel. Obacht! Wir haben keinen Sprit mehr. Oh, 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 da geht's nicht lang. Ah, wir werden tatsächlich in Frankreich fast gegen eine Wand gefahren. Das soll man erstmal, soll erstmal jemand nachmachen. Das war wieder ein weiterer Fall für That Escalated Quickly. Nun, guck mal, wir haben noch 0,3 Liter an Bord. Ne, Kilogramm. Hier im Spiel wird alles mit Kilogramm berechnet. Super. Ne? Benzinfreundlich, motorfreundlich, reifenfreundlich, ans Ziel. Freundlich, freundlich, freundlich. Kubikfreundlich. Nun. P5. Auf geht's ins zweite Qualifying. Nachdem die Bobos mich ja zurückgeschoben haben. Hoffentlich P5. Fahr jetzt noch, ne? Okay, wo sind wir? Ach du Jemini, die ganze Bagade fährt raus. 18 hinter Bottas. Aua. Na komm, wir spulen trotzdem mal vor. Gucken, wo kommen wir raus? Von P5 auf P5. Hey, X. Und jetzt heißt es, noch mehr Zeit im letzten Sektor rausholen, weil das hat uns ja wirklich gut gekostet. Das wird mich immer kosten. Ich krieg diese komplette letzte Sektor ist einfach schlimm. Einfach schlimm. Ja, was machen wir? Top 10. Erreichen wir die Top 10 mit Mediums? Ist das was? Kann man das probieren? Ja, komm. So, Leute. Die Mediums. Obacht, das werden sie sein. Wir starten mit 2,7 Liter. Ah, es wird heikel. Aber we can do it. Leute, unser Motor, ne? Beim Starten. Einfach gut, der Sound. So, Obacht. Komm, Top 10. Ja. Das war wohl nix. Machen wir das mal besser jetzt. Toller Sound. Ganze Pöbel hier auch mit roten. Sehr gut, sehr gut. Wäre frech, wenn andere das versuchen, die das schaffen würden. Dann wäre ich sauer. Noch
noch 2 Minuten in dieser Session. Du musst eine gute Runde fahren oder wir scheiden aus dem Qualifying aus. Nett. Sympathisch. Gucken, welche Lücke ist größer. Ja komm, wir lassen Renault vorbei, weil zwischen Renault und Renault 2 ist noch mehr Platz als zwischen Renault und McLaren. Schnell weg. Wir wollen natürlich kein Windschattenspender sein. Ja, der ist gerade angestupst. So viel bessere Performance. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen den Mediums und den Roten. Holy shit. Leila im dritten, zweiten Sektor. Viel Zeit verloren. Noch mehr Zeit verloren. Ah, es muss für Top 10 reichen. Sind wir, wo sind wir? P5? P12? P5. P5, okay. Es hat sich wieder geupdatet. Ich weiß nicht wieso, aber seit letzter Zeit, seit ich im Online-Modus unterwegs war, habe ich das jetzt immer, dass die Zeiten so spät geupdatet werden. Und links in dieser Anzeige. Weil das kenne ich sonst nur aus dem Online-Modus. Wegen, keine Ahnung, Lag, Ping, was weiß ich, was es da alles noch gibt für Ausreden. Seitdem ich Online-Modus gespielt habe, ist es jetzt hier auch. Es ist so mega spät updated. Ah, 7 Zehntel hinter Hamilton. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. X. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr die Fahrt mit den Mediums nicht sehen werdet. Weil, naja, das ist ja. Ist ja quatschig, die da mit ins Video zu nehmen. Ich meine, wie gesagt, Plan hat nicht geklappt. War mir schlecht als recht. Deshalb weg damit. Aber hey, Q3. Schon wieder Q3. Wo ist eigentlich Mick? Nee. Das wird nix. Das wird nix mit Mick. Nun. Nur 5% im Gegensatz zu 10%. Schon ein dicker Unterschied. Die Mediums. Aber na gut, wir spulen wieder vor. Okay, wir sollten so langsam übers Rausfahren nachdenken. Vielleicht zu jetzt. Die Zeiten sind 1,30. Oh, 1,30 glatt. Jetzt 2 Minuten glatt. 1,30 glatt ist die beste Zeit. Wir sollten langsam rausfahren. Ja, Sessionwarnung. Ich weiß. Wir brauchen jetzt die besonders sparsame Reifensparrunde. Oh, ich sehe gerade noch. Diff ist noch auf 50%.
Oh. Die fahren jetzt ihre schnelle Runde. Ich komme erst jetzt raus aus der Box. So, jetzt Ober. Die Sparroute. Oh. Da war tatsächlich eine Wand. Oh, und auch hier gibt's DRS. Diese und nächste Runde. Okay, nee, das ist ja frech. Was ist mit meiner Benzinsparroute? Mit meiner Reifensparroute? Meiner allumfassenden Sparroute? Kommt der näher? Nee. Obacht, ich bin auf der Sparroute. Sehr schön. Entspannt rum. Die Kurve kostet so viel Reifen. Das ist unglaublich. Was sonst? Alles noch tippitoppi. Ich habe gerade gesehen, 0% Reifen. Ah, Reifentemperatur ist gut. So, jetzt sollen wir angasen, weil sonst kommt Ricciardo von hinten. So, jetzt sind wir dran. So, 5 Sekunden auf der Uhr noch gehabt. Easy. Sieht recht gut aus. Sehr hart an einer Verwarnung vorbei. Aber das sieht doch gut aus. Leila, zweiter Sektor. Schlimmer letzter Sektor. Ich hasse ihn. Ich hasse diesen letzten Sektor einfach in Frankreich. So eine Dreckscheiße. Was sind wir geworden? 10. 5. Es hat sich schon wieder so eklig geupdatet. Das ist so widerlich. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Leclerc und Valtteri Bottas. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ich bin Fünfter, aber 1,2 Sekunden langsamer als der Erste. 1,2 Sekunden als Fünfter. Alter Vater, das ist ja sowas von quatschig. Holy shit. Renault vor Red Bull. Was ist denn hier kaputt? Und warum macht Mick Schumacher nicht mal was Gutes? Heidi Witzka. Waren krasse Ergebnisse. Hey, wieder einen Punkt Vorsprung geholt. Wir müssen jetzt, glaube ich, bei 8 sein oder sowas. Also 8 Punkte Vorsprung. Ja, gut. Aber als Fünfter diese 1,2 Sekunden Rückstand zu haben. Heidewitzka, das ist krass. Das ist wirklich krass. Nun, was sagt Wetterbericht? Bewölkt und dann zum Schluss Sonne. Das sehe ich gern. Ne, warte mal. Vor dem Rennen. Fehler, warum haben wir zweimal vor dem Rennen?
Wettervorhersage. Ah nee, ach nee, das ist. Nee, das ist Rennen und das ist Rennen. Egal, in beiden Fällen sieht das Wetter gleich aus. Von daher nehme ich. Oh, übrigens, wollen wir was upgraden? Leute, wir haben wieder so viele Punkte, ne? 1200. 1200. Was wollen wir denn machen? Nochmal ein bisschen Motorleistung peitschen. Ja, komm. Ja, komm. Nehmen wir. Komm rein mit dir. Und dann aber nochmal ein bisschen. Nee, das ist zu teuer. Haben die Abteilung ausgelassen. Wir haben ja schon was. Na gut, dann Felgen. Das ist zu teuer. Zu teuer. Das können wir uns leisten. Was ist das denn überhaupt? Was macht das? Gewichtsreduktion. Gewichtsreduktion ist eigentlich sogar recht gut. Sollten wir nehmen. Na gut. Nehmen wir das erste. Zack, rein mit dir. Okay, wir haben wieder geupgradet. Wir müssen ja, ne, fleißig sein, weil wir sehen es ja, ne, die anderen Teams haben auch Bock. Und na gut, Renault halt nicht. Renault hat seit 1807 keinen Bock mehr zu entwickeln, aber das stört uns nicht. Das ist doch eigentlich ganz gut. Aber na gut, Leute, wir sind am Ende angekommen. Von daher würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und ich bin aber raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.